So, herzlich willkommen zum dritten Teil der Spezielisches. Wir fangen auch gleich mal an mit der neuen Version der Topblade. Die neue Topblade ist vom Design gleich geblieben, das Material hat sich geändert. Bei der neuen Topblade mache ich ein sogenanntes Mixed Print Verfahren. Das bedeutet, es ist ein 3D-Druck, der mit PLA beginnt und dann in TPU übergeht. Der Vorteil ist, dass die 3D-gedruckte Variante deutlich leichter ist. Ich spare mir zudem die Muttern, die ich normalerweise verwende, um die Topblade auf dem Whoopframe zu montieren. Das Gewicht ist dadurch in Summe ca. 0,6 Gramm leichter. Ja, und durch dieses Mixprint 3D-Druckverfahren habe ich eben Materialeigenschaften ähnlich wie die vom Meteor Pro Frame. Also ich habe ein leichtes Material, was aber zäh ist und nicht so schnell bricht. So, tut jetzt dieses Material Carbon ersetzen? Nein, natürlich nicht. Ich nehme jetzt diese Topblade für extrem leichte Setups. Unter leicht verstehe ich alles unter 21 Gramm. Einfach weil ich der Auffassung bin, dass wir auf einem extrem leichten Setup nicht unbedingt die volle Steifigkeit von Carbon benötigen. Ich sehe Carbon aber trotzdem noch als Vorteil für schwerere Setups, alles über 21 Gramm, vor allem HD0. Da wäre zu viel Masse im Spiel, da spürt ihr auf jeden Fall den Vorteil von Carbon. Übrigens, zu dem 3D-Mixprint-Verfahren habe ich vor 2 Jahren schon ein Video gemacht. Wenn euch das interessiert, schaut einfach mal da rein. In absehbarer Zeit werde ich die Version mit Mixprinted Topblade auch verkaufen. Schaut dazu immer wieder mal auf meine Seite quadview.de. Die Mixprint 3D Topblade kann ich preislich nur geringfügig billiger als Carbon anbieten. Der Grund dafür ist, dass dieses Mixprint 3D-Druckverfahren etwas kompliziert ist. Man braucht hier gewisse Erfahrungen mit Drucksettings und immer wieder passiert es leider trotzdem, dass das Hotend verstopft. Das muss ich natürlich wirtschaftlich mit einkalkulieren. Es steht auch noch im Raum, dass es noch ein günstigeres Set gibt, bei dem ich lediglich PLA Impact Drucke anbiete. Schaut dazu bitte immer in die Videobeschreibung, ich werde die Links entsprechend updaten. Übrigens, bei meiner Seite gab es ein Zahlungsproblem, das habe ich mittlerweile gefixt. Auch wird in den kommenden Tagen PayPal zur Verfügung stehen. So, wie geht es weiter? Auf jeden Fall sage ich mal vielen Dank an die Community. Der Spezielisches kam soweit überragend an. Ich habe sehr viele Rückmeldungen bekommen aufgrund von dem Design, von der Idee. Vielen Dank dafür. Aktuell ist in Arbeit, dass der Spezielisches auch fliegbar ist auf dem Beta FPV 75 Pro mit 45 mm Propellern. Darüber hinaus habe ich noch 2 weitere interessante Ideen im Bereich Micro FPV. Das hängt aber in erster Linie davon ab, wie jetzt der Spezielisches läuft. Also wenn ihr die ganzen Ideen cool fandet, dann supportet mich doch mit einem Kauf von einem Kit. Falls ihr es noch nicht getan habt, registriert euch bei ALGO4, einem internationalen Whoop Freestyle Contest. Auch da wird es meine Frames zu gewinnen geben. Ich sage vielen Dank für euren Support und ciao.